So, herzlich willkommen hier zum Wettbewerb. Und zwar geht es um den Stacking-Wettbewerb. Wir haben drei Stapel, verschiedene Chipfarben. Und im ersten Halbfinale spielt der McFly gegen den Philipp. Wer als erstes fertig ist, kommt ins Finale und es geht um einen schönen Preis. Seid ihr ready? Ich guck mal kurz in meinen Eimer nach. Auf die Plätze, fertig, los! Richtig? 20er Stapel, ne? Ja, ja, alles gut, ich stehe gleich. Alles gut, alles gut. Komm schon, komm schon. Wow, 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 wow. Immer noch, immer noch. Komm schon, komm schon. Komm schon. Und? Und? So, und der erste Sieger des ersten Halbfinals steht fest. McFly ist im Finale. Philipp knapp verloren. Dankeschön. Beste Mann. Und auf geht's auch schon ins zweite Halbfinale. Jetzt haben wir keinen geringeren als den CEO vom Grand Casino Liechtenstein, Jalcin Dündar. Und er tritt an gegen Thomas, Vize-Europameister im Stacking, habe ich gehört im Vorfeld. Seid ihr ready? Jawohl. So, auf die Plätze, fertig, los. Ja, Jalcin Dündar natürlich auch viele Chips schon in seinem Leben in der Hand gehabt. Oh, das wird ein enges Ding hier. Und der Sieg geht an Thomas. Obwohl der Stack ist nicht ganz sauber da. Oh, das ist jetzt eine... was machen wir denn da? Du müsstest schon Referee. Ja, jetzt bin ich überfragt. Der Stack war nicht ganz sauer beim Thomas. Wiederholung? Wir machen eine Wiederholung einfach. Also, jetzt, die Stacks müssen sauber sein auf jeden Fall. Wir gehen nochmal in eine zweite Runde. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, beide sehr fixe Hände hier. Boah, sauberes Ding. Jalcin Dündar hat das Finale erreicht. Beide sehr schnell auf jeden Fall. So, das große Finale im Stacking-Wettbewerb. Der CEO vom Grand Casino Liechtenstein, Jalcin Dündar, trifft auf McFly aus dem Team Grind. Ich bin gespannt. Beide sehr schnell. Seid ihr ready? Auf die Plätze. Fertig. Los! Sekunden. Da, wir haben einen Sieger hier. Verdient. Jalcin Dündar hat einen Hoodie vom Grand Casino Liechtenstein gewonnen. Jetzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, so schnell. Ich glaube, da muss ja erst einer kommen, der den Jalcin hier schlägt. Also, vielleicht haben wir nachher noch ein paar weitere Wettbewerbe. Bis später.